feiern Geburtstag, einen 80. Geburtstag. Am 26. Januar 1944 wurde die US-amerikanische Bürgerrechterin, Philosophin und Schriftstellerin Angela Davis geboren. Für Herbert Marcuse war sie die begabteste seiner Schülerinnen. Ihre Schriften über Rasse, Klasse und Geschlecht, ihre feministischen Essays, machen Angela Davis zur Vordenkerin der Bürgerrechtsbewegung. Und sie war immer streitbar und ist auch ein bisschen umstritten, so viel vorneweg. Sifora Rubina mit dem Stichtag. August 1970. Richard Nixon ist US-Präsident, Ronald Reagan Gouverneur von Kalifornien und die Zentrale Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten, FBI, fahndet landesweit nach einer Frau. The FBI has put black militant Angela Davis on its list of the 10 most wanted fugitives. Als Aktivistin und Mitglied der Kommunistischen Partei ist sie schon lange ein Dorn im Auge der regierenden Republikaner. Waffen, die bei einem Versuch genutzt werden, ein inhaftiertes Mitglied der sozialistisch-revolutionären Black Panther Party zu befreien, werden Davis zum Verhängnis. Die Waffen für den Befreiungsversuch waren auf den Namen Angela Davis eingetragen. Ihr wird Unterstützung des Terrorismus vorgeworfen, obwohl sie bei dem Befreiungsversuch nicht einmal anwesend war. Als sie einige Wochen später inhaftiert wird, löst das eine Welle des Protests aus. Viele Prominente fordern die Freilassung von Davis. Aretha Franklin will die Kaution für sie zahlen. John Lennon und die Rolling Stones besingen sie. In Deutschland, wo Davis 1965 unter Theodor Adorno und Max Horkheimer Philosophie und Soziologie studiert hat, solidarisieren sich Menschen mit der marxistischen Philosophin. Dies ist die Geschichte von den Untaten der Angela Davis, warum sie in die Gaskammer geschickt und ermordet werden soll. Singt der Schriftsteller Franz Josef Degenhardt. Aus der DDR kommen Säcke voller Briefe und Postkarten. 1 Million Rosen für Angela Davis ist das Motto einer von der Jugendzeitung der FDJ initiierten Aktion. Die DDR-Führung konnte durch solche Fälle von offensichtlicher oder vermeintlicher Ungerechtigkeit der Justiz in westlichen Ländern, speziell in den USA, natürlich wunderbar ablenken von dem eigenen Repressionssystem, von den eigenen politischen Gefangenen, den eigenen Verfolgungen. Sagt Historiker Stefan Wolle. Ob staatlich organisiert oder nicht, Angela Davis' Schicksal berührt die Menschen hüben wie drüben. Ihr FBI-Poster, auf dem sie mit ihrer markanten Afrofrisur abgebildet ist, hängt in Jugendzimmern, ein Symbol für politische Gefangene weltweit. Am 4. Juni 1972 wird Angela Davis von allen Anklagepunkten freigesprochen. Ich möchte sagen, vielen herzlichen Dank für alle die Unterstützung in der DDR. Als Dank reist Davis im September 1972 in die DDR. Sie trifft Erich Honecker und Walter Ulbricht, reist nach Magdeburg und Leipzig, wird mit Auszeichnungen und Ehrungen überhäuft. 1973 ist sie zu Gast in Berlin bei den 10. Weltfestspielen der Jugend und Studenten. Werden unsere Kampf in feste Zusammenarbeit weiterführen für den Frieden, für nationale Unabhängigkeit, für Demokratie und Freiheit. Fragen zum Umgang mit Andersdenkenden, zum Beispiel in der Tschechoslowakei, Polen oder auch in der DDR, beantwortet Angela Davis damals nicht. In den 80er Jahren bewirbt sich Angela Davis für das Amt der US-Vizepräsidentin. Sie unterstützt die Occupy- und Black Lives Matter-Bewegung, fordert die Abschaffung von Gefängnissen und lehnt polizeiliche Strukturen ab. Und sie gehört zu den mehr als 200 Philosophieprofessoren, die sich nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023 in einem offenen Brief unmissverständlich mit dem palästinensischen Volk solidarisieren. Geboren wurde die umstrittene Aktivistin und marxistische Philosophin Angela Davis in Birmingham, Alabama, am 26. Januar 1944, heute vor 80 Jahren.